fragt Pirat Fleki, hast du schon andere Ziele? Ich hatte mir vorgenommen, wir könnten ja mal ein bisschen Diktator spielen, erstmal eine Weile, so bevor wir erstmal einen Krieg anfangen und dann ja noch diverse Kriege führen. Hätte ich irgendwie auch ein bisschen Lust drauf. So, dann, German Sports Game TV schreibt, links standen die Hauptverbündeten, da will ich auch gerade nochmal reinschauen. Hauptverbündete. Ach, ist ja interessant. Wichtige Rivalen. Aha. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir da irgendwie Bündnis mit denen hätten, oder? Zumindest haben wir keinen Vertrag unter Allianzen. Naja, egal. Und, dann schreibt Jonas, gründe doch eine Organisation mit China und Russland, wäre sich sicher vorerst praktisch. Ja. Möglich, ja. Kann man sich mal überlegen. So, dann schreibt unser marokkanischer Freund, war gerade so richtig ausgesprochen, das beruhigt mich. Dann. Redman fragt, willst du Japan angreifen, wenn du Korea angegriffen hast, nehme ich an? Möglich? Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten uns Leute einladen. Genau, da lasse ich mich so gerne ablenken. Nein. Sie will keinen Kaffee, aber sie will Champagner. Ich sage ihr mal, dass sie reizend ist. Sie sind auch nicht schlecht. Wir könnten mit ihr flirten. Ist sie dann wenigstens mit unserem... sie könnten wir zu unserer Mätresse machen. Ist sie denn in unserem Alter? Ja, sie ist sogar ein Jahr jünger als wir. Also ziemlich in unserem Alter. Die engagierte Filmproduzentin. Könnten wir theoretisch als Diktator eine engagierte Filmproduzentin zu unserer Mätresse machen. Das ist wenn ja witzig. Es Ihnen... Aber erstmal wollte ich die Leute einladen. Wir können uns das ja merken, falls wir mal jemanden an unserer Seite brauchen, der nicht unsere Ehefrau ist. Nächster. Gerne. Kaffee. Champagner. Gut. Und Partei. Wenn es Ihnen... Ich klicke jetzt einfach mal schnell durch. Ich glaube, das ist nicht so spannend, wenn ich das hier jetzt die ganze Zeit mache. Wenn es Ihnen eine Freude macht. Ihre Tücher sind voller Inspiration, Herr Maler. Ja. Dann. Kaufkraftverlust sinkt auf ein dramatisches Niveau. Das ist natürlich nicht so schön. Kann man, glaube ich, so sagen. Das ist ein Unternehmen, Tendenz zur Abwanderung. Auch interessant. Aha. Dann Treffen mit einem Modemacher. Der mag uns, glaube ich, nicht so sehr. Nee, der mag uns nicht so sehr. Gerne. Aber nimmt einen Kaffee, nimmt auch einen Champagner. Er nimmt auch einen Champagner. So. Er mag uns immer noch nicht so sehr. Wenn wir jetzt sagen, wir würden ihm ein Lob machen. Zu liebenswert. Das fand er, glaube ich, jetzt nicht gerade so toll. Nö, hat ihn nicht beeindruckt. So, Pirat Fleki schreibt, Fleki. Ach so. Ach so, du hast dich beim... Oh, das tut mir leid. Gut, das merke ich mir. Fleki. Okay. Dann Jonas schreibt, da steht ihm zu einer Mätresse machen. Ja, entweder geht man davon aus, dass es ein Rechtschreib- oder Übersetzungsfehler ist, oder man sollte sich Sorgen machen. Oder was heißt Sorgen machen? Oder man sollte sich das nochmal überlegen, was man da vorhat. Genau. Parteimitglied. Ich meine, was kann schief gehen? Wir könnten ihm das anbieten. Ich danke Ihnen. Da freut er sich sogar drüber. Es hat jetzt nur keine Beliebtheit gegeben. Sehr geehrt, so aber jetzt hasst er uns zumindest nicht mehr. Vielleicht würde er ja jetzt... Ich bedauere, aber Schau. Wir haben... Okay, dann eben nicht. So, Nachrichtensprecher. Gerne. Okay, mit schön. Zu lieb. Oh. Das Lob hat ihm nicht so gefallen. Ah, Fleki ist der Name deiner Katze. Nehme ich an. Meinst du damit? Okay, alles klar. Interessant. Es ist immer ganz interessant, welche Geschichten sozusagen hinter den Namen stecken. Weil das Schöne am Internet ist ja, man gibt sich die Namen selbst und deswegen, ja, sagt das auch immer ein Stück weit über einen selbst aus, den Namen, den man sich selbst gibt. Und das finde ich ganz interessant. So, der findet uns neutral. Ich frage ihn mal. Ich bedauere. Aber das will er nicht. Okay, das will er nicht. Gut, man kann ihn ja nicht dazu zwingen. Oder etwa doch? Wir sind hier in Nordkorea. So. Ja, genau. Wir wollen Korea wieder vereinen. Das ist der Plan. Dann Pianist. Gerne.
Den lade ich mir mal schnell ein. Das ist sehr nett von Ihnen. Schön. Das macht mir Freude. Er hat sich sogar über das Lob gefreut. Frage ich ihn jetzt hier mal nach und okay. Alles gut. Gerne. Huch. Ist es, ja. Und naja, gut. Das war vielleicht nicht unbedingt so interessant, das Kompliment. Aber wenigstens wird er Parteimitglied, der politische Journalist. Das ist schön. Es ist anscheinend ein sehr politischer Journalist. Oder so, wie auch immer. Keine Ahnung, was ich da von mir gebe. Tja, das Delfinorakel fragt, und was sagt mein Name aus? Also, das Delfinorakel fragt es über sich selbst. Tja, vielleicht kann ein Orakel das retrospektiv prophezeien. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht beschreibt es einfach nur, dass du ein Orakel bist, das ein Delfin ist, in der Gestalt eines Delfins oder sowas. Wahrscheinlich bist du das sogar. Du wirkst sehr, sehr überzeugend. Nicht abgelehnt. Also wenn du das... Ja, bist du wahrscheinlich. Das wollte ich damit sagen. Ich würde es dir wahrscheinlich abkaufen. Okay, er mag keine Komplimente. Schade. Der Rocksänger aus Nordkorea. Wenn es Ihnen will aber Parteimitglied werden. So. Eine Opernsängerin. Justin fragt, machst du in diesem Stream noch Krieg? Gerne. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Sie sind auch... Oh, wir könnten auch... Wie alt ist sie denn? Ist sie auch in unserem Alter? Sie ist etwas älter als wir. Okay, wir haben jetzt zwei Kandidaten, die wir zur Mätresse machen könnten. Ihm vorschlagen... Stimmt, hier tatsächlich. Ihm vorschlagen, ihm sagen... was soll uns das denn sagen? Danke. Also sie hat sich auch über das Lob gefreut, das ist ja schön. Wenn es Und sie will natürlich Parteimitglied werden. Wunderbar. Verkehr ist klemmt. Herr Präsident, der Verkehr in den großen Städten riskiert, zu einem Geduldsspiel zu werden. Jeden Tag Staus und wir verfügen nicht über genügend öffentliche Transportmittel, um die Verkehrsadern zu entlasten. Hinzu kommen selbstverständlich die Parkprobleme und die Luftverschmutzung. Sie werden also einsehen, Herr Präsident, dass wir nicht untätig bleiben können. So wie Sie es jetzt tun, indem Sie mich unbewegt anschauen. Haha, unbewegt. Wegen Verkehr und so. Haha, haha. Witzig. Ja gut. So, das Delfin-Orakel hätte ich somit enttarnt. Aber bei dem Namen, hättest du dir das eigentlich denken können, liebes Orakel, dass da so jemand auf so eine Vermutung kommt. Dass du ein Delfin-Orakel auch sein könntest. Mach dir mal Gedanken. Nein, danke. Mein Geschwür würde es nicht ertragen. Mit Vergnügen. Subsum City fragt. Wäre Delphi nicht besser? Wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Das Orakel von Delphin. Oder sowas. Keine Ahnung. Ich sag nur komische Dinge. Wirklich. Ignoriert das, wenn ich Mist von mir gebe. Das ist besser für euch. Und für mich. Nein, danke, mein... So, wie lang wird der Stream circa? Ich weiß es nicht genau. Sie glauben, dass es vernünftig ist? Alles in allem? Das war jetzt auf Bezug auf den Champagner gerade, was er da gerade von sich gegeben hat. Nein. Er mag keine Komplimente. Mag er uns denn überhaupt? Ja, er mag uns. Na gut, dann wird er wahrscheinlich auch... Genau, da wird er auch Parteimitglied. Okay. Also wie lang wird der Stream gehen? Ich schätze jetzt einfach mal zwischen 2 und 4 Stunden. Ich kann es nicht genau sagen. Das schätze ich jetzt einfach so aus dem Ärmel. Oder nach Erfahrung oder wie auch immer. Das ist eine Zeit, mit der ich ganz gut so zufrieden bin, sage ich jetzt einfach mal. Wenn es Ihnen ein... So, ich muss mich übereilen, sonst hängen wir nur ewig fest. An so einer eigentlich eher unwichtigeren Sache, die ich einfach nur mal so eben machen wollte. Sie sind auch nicht schlecht. Mann, wir sind ganz schön beliebt bei den Damen. Sie ist sogar nur 20. Okay, da ist der Altersunterschied wieder etwas größer. Also der geringste Altersunterschied hätten wir jetzt bei der Filmproduzentin, glaube ich. Danke, das geht nicht. Die 30 Jahre alt ist. Aber, Parteimitglied. Wenn es Darauf kommt es ja eigentlich erstmal an. Aber interessant, so ziemlich jede Frau, glaube ich, zeigt Interesse. Gerne. Schwarz. Für das Dasein. Als Mätresse. Mit Ver-
Ich habe gerade versucht zu reimen, aber es ist bestimmt jemandem aufgefallen. Das ist doch ganz gut so. Wenn es Ihnen hätte ich eigentlich jetzt gar nicht ansprechen sollen. Ja. Und Delphin-Orakel schreibt gerade, stimmt, vielleicht hätte ich mich Orakel von Delphi nennen sollen, dann hätte man mich nicht enttarnt. Wobei, dann gäbe es Urheberrechtsstreit mit dem Echten. Ja, das ist eine Marke, ne? Da könnte das vielleicht zu Problemen führen, genau. In dem ganzen Merchandise, was damit zusammenhängt. Mit Vergnügen. Der Orakel von Delphi, Fanshop und was man nicht alles kennt, nicht wahr? Danke, das ist immer angenehm zu hören. Ich glaube, das heißt aber nicht, dass jetzt... Nee, genau. Also die... Mit der können wir nicht noch einen Schritt weitergehen. Also das ist schon mal auch beruhigend zu wissen, dass es nicht bei jeder klappt. Das ist nett von Ihnen. Es macht mir Freude. Dann wären wir ein echter Überflieger. Ja, aber das wäre auch nicht schlecht, das zu sein, wenn ich so drüber nachdenke. Aber wir haben eigentlich Besseres zu tun, als uns mit Damen zu treffen, wenn man der Chef von Nordkorea ist. Es gibt, glaube ich, andere Dinge, die man anpacken sollte. Nein. Mit So. Danke. Okay, sie sagt auch das Gleiche. Und dann gehen wir, glaube ich, gleich über zu den Sportlern und dann haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Danke. Ich finde es immer schön, wenn die das, Kompliment auch annehmen. Wenn es ihr... So, der Chat geht aber gerade ab. Ich habe den entweder ein bisschen vernachlässigt oder da sind gerade in letzter Zeit sehr viele Nachrichten gekommen. Was hältst du eigentlich von Donald Trump? Sogar zweimal die Frage zur gleichen Zeit. Das ist ja interessant. Sogar im gleichen Wortlaut. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert davon, von dieser Begebenheit. Nun ja. Was kann man dazu sagen? Es wäre... Ich klick mal die Nachrichten hier weg. Die beunruhigende Lage des Güterverkehrs kann auf Dauer eine negative Auswirkung auf die Wirtschaft haben. Aber wir haben Probleme mit Güterverkehr. Okay, was wissen wir jetzt? Mehr am Portemonnaie. Die Kaufkraft steigt zwar, aber ja. Das heißt noch lange nicht, dass wir den Stein der Weisen geht auf und ab, haben. Oder wie? Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte zu Donald Trump was sagen. Und zwar, oder ich wurde dazu gefragt. Genau. Nun. Die Frage ist, wen hätte man selbst gewählt, wenn man dort in den USA lebt, ne? Jetzt aus deutscher Perspektive sage ich jetzt einfach mal ganz klar, war natürlich Hillary Clinton der Favorit, weil sie für die Außenpolitik besser wäre. So. Was interessant ist, ist aber, Donald Trump ist, ja, der hat nur Wert gelegt auf, oder zumindest im Wahlkampf, auf die USA, ja? Das ist ja übrigens auch allgemein, was man von den Konservativen so, von den sehr Konservativen, wie zum Beispiel AfD und, keine Ahnung, Front National und was es nicht alles in der Richtung gibt. Ja, die sind alle auf ihr eigenes Land bedacht. So, und das heißt, wenn man aus Eigeninteresse wählt und wenn man vielleicht auch Politikverdrossenheit ist ja auch so wieder so ein Thema, ne? Und deswegen ist es eigentlich, ja, teilweise nachvollziehbar. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich nicht gewählt, aber aus Sicht von Amerikanern könnte es vielleicht, je nachdem, welche Situation man selbst hat, wenn man zum Beispiel seinen... Ich meine, Donald Trump hat die Jobs für Kohleminenarbeiter oder sowas, keine Ahnung, was war das genau, irgendwie versprochen, dass die ihre Jobs behalten oder wie auch immer. Oder dass das wieder... Weißt du, wo halt Hillary Clinton halt gesagt hat, dass das wegkommt oder so. Solche Sachen. Und aus dieser Perspektive, wenn man zum Beispiel... angenommen, man würde vor der Wahl stehen, jemanden zu wählen, bei dem man den Job verliert und jemanden zu wählen, wo man seinen eigenen Job nicht verliert, der verspricht, dass er den Job hält, dann ist das natürlich auch wieder interessant, ne? Welche Entscheidung man da treffen würde. Und, ja gut. Ich meine, natürlich, klar, mir gefällt das nicht so, in welche Richtung sich gerade die ganze demokratische Welt, sage ich jetzt einfach mal, politisch bewegt. Und man weiß halt nicht,
was man von Donald Trump jetzt erwarten kann. Er war im Wahlkampf ziemlich laut und ich sag jetzt mal spontan. Zumindest wirkte er ziemlich spontan in den Dingen, die er so von sich gelassen hat. Und es könnte aber auch Taktik gewesen sein, wer weiß. Und jetzt, seitdem feststeht, dass er die Wahl gewonnen hat, ist er doch ziemlich leise geworden. Vielleicht wird aus ihm ja doch noch ein vernünftiger Staatsmann. Man weiß es nicht, man hat ihn ja in der Politik noch nicht erlebt. Also, ich bin mal ganz gespannt, was da noch passiert. Ich habe ein bisschen Angst und bin ein bisschen optimistisch, wenn ich es vergleiche mit dem, wie er sich mit im Wahlkampf gegeben hat. Aber ich weiß nicht. Wie man weiß, in den USA war es die Wahl zwischen Pest und Cholera und die Drittparteien waren vielleicht etwas vernünftig oder vernünftiger oder wie auch immer, aber die hatten natürlich bekanntlicherweise keine Chance. Okay, das hat jetzt lange gedauert, bis ich diesen Monolog beendet habe und ich glaube, ich habe so ziemlich die wichtigsten Punkte genannt. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise.